und herzlich willkommen zu einer neuen Infonews aus dem SCS Software Blog. Was haben wir denn? Richtig, der ATS wurde, beziehungsweise die 1.39 Update Experimental Open Beta ist nun da. Was heißt es für uns? Ihr könnt jetzt testen. Ich werde euch das hier mal über die German SCS Fans Blogspot Seite mal genauer, detaillierter erklären. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, das Update. Warum habe ich noch nicht gepatcht? Weil ich nämlich noch was vorhabe und deshalb noch nicht gepatcht habe. Wer patchen möchte, der klickt natürlich hier bei seinem Steam und dann habt ihr hier Eigenschaften und dann habt ihr hier Betas und dann könnt ihr hier dann Experiment Beta auswählen und dann updatet ihr das automatisch. Dann geht das dann hier unten gleich los. Ne? Das nochmal so zur Info, wer es nicht gewusst hat, jetzt weiß er es. So, sie haben hier reingeschrieben, jüngstes Release bzw. Update in dem Fall die 1.39. Hier steht auch drin, dass es noch mindestens einige Wochen dauern wird, bis die vollständige 1.39 veröffentlicht wird. Also wir müssen hier noch ein bisschen warten, uns gedulden. Na? Und was Open Beta bedeutet, wisst ihr wahrscheinlich selber, hier sind noch ganz viele Fehler enthalten. Was auch Sinn macht, diese Beta zu veröffentlichen, da ja dann ganz viele Leute noch drüber schauen können. Mehr Augen sehen mehr, wie vielleicht die Leute von SCS, ganz klar. Und da fallen noch ganz viele Fehler auf, die dann behoben werden, bis dann die 1.39 nicht mehr Beta ist. Ne? Ganz gut. Was ich jetzt hier gut sehen kann, da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Man kann hier diesen neuen Launchpad, wie sie es nennen, hat man hier praktisch, das sieht dann jetzt so aus, da hat man einen Profilmanager, man kann hier vorab schon was machen, ohne das Spiel geladen zu haben, so schreiben sie es rein, da bin ich dann mal gespannt, wie das dann im Spiel aussieht, ne? Also beziehungsweise im Ding das, also da lasse ich mich jetzt doch ein bisschen überraschen, aber ich, wie schon gesagt, patchen möchte ich jetzt noch nicht, weil dann kann ich auch ATS nicht mehr Multiplayer, vergesst es immer bitte nicht, wenn ihr die Open Beta macht, dann könnt ihr nicht mehr die Multiplayer zocken, ne? Außer ihr patcht nochmal zurück, aber ihr wisst, mit dieser Patcherei kann es hier und da passieren, dass ihr da ein bisschen was an den Spielständen ein bisschen verdaddeln könnt. Der eine oder andere weiß, wovon ich spreche. Ich war auch schon beteiligt, mich hat es auch schon mal getroffen. Ich habe gepatcht, habe wieder zurückgepatcht und dann war mein Spielstand. Ich habe es zum Glück dann nochmal einen separaten Ordner, wo ich das abgespeichert habe. Ne? Zur Sicherheit. Deshalb da mal ein bisschen aufpassen, gerade mit diesen Open Beta und so. Ich warte jetzt einfach mal noch ab und lasse mich dann noch ein bisschen überraschen. Also dieses neue Benutzerprofil hier, diesen Launcher, gucken wir mal, ob uns das gefällt oder nicht. Sie haben ja gesagt, sie machen das, weil dann in naher Zukunft noch mehr hinzukommt und dann das jetzt gleich schon mal vorweg dann hier gut dazu passt, ne? Dieses neue Launchpad-Design. Finde ich eigentlich ganz gut, ne? Wenn man sich auch dieser Launchpreis sich immer wieder mal ändert und das dann wieder ein bisschen schicker aussieht, warum nicht? Und wenn dann in naher Zukunft dann noch ein bisschen was passiert, ist doch gut. So, dann kommen wir zu unseren Low Boy heißen es, also Low Boy Anhänger mit der neuen schweren Fracht mit Frostmaschinen-Spezialtransporten und hast nicht gesehen. Die sind dann hier schon mit dabei. Also wer das gerne jetzt fahren möchte, hat jetzt die Möglichkeit, diese Trailer hier schon zu nutzen in dieser Open Beta. Macht es natürlich auch. Und falls ihr da Fehler entdeckt, dürft ihr natürlich das gerne melden. Dann müsst ihr, glaube ich, im SCS-Forum gibt es hier, glaube ich, einen extra Beitrag dazu. Und dann könnt ihr dort gucken und dann hier dementsprechend auch das melden. Ganz, ganz wichtig, ne? Damit die Leute wissen, oh, da ist noch mal ein Fehler unterlaufen, da müssen wir noch mal dran arbeiten. Gut, was haben wir noch? Wir haben hier unsere Aussichtspunkte, diese Viewpoints nennt sich, ne? Kennen wir mittlerweile, da drückst du drauf, das Kamera, dann tut ihr so das ganze Umfeld noch mal so überblicken. Glaube ich, kennen wir schon, ne? Aber gibt es ja noch mal ganz viele. Hier sieht man es noch mal, hier mit dieser Ding. Und dann, glaube ich, haben wir hier noch mal so, das ist, glaube ich, neu mit diesen ganzen Symbolen hier. Ja, da lassen wir uns, glaube ich, auch überraschen, ne? Dass diese Beta-Phase gerne, bis ich habe es jetzt hier noch mal, dass es die kompletten Standpunkte geändert und angepasst werden müssen, wenn sie auf Fehler stoßen, Feedback zu dieser Funktion haben, teilen Sie uns bitte im offiziellen Forentreat mit. Das ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr direkt zum SCS Software Forum und da könnt ihr dann die ganzen Fehler nochmal beheben. Hier steht auch nochmal drin, dass der Western Star, ich habe mir leider immer noch nicht angeguckt, ich habe noch keine Zeit gehabt, ich bin noch nicht so lange vom Urlaub zurück und habe noch so viel Baustellen, die ich noch bewerkstelligen muss, aber irgendwann schaffe ich es dann mal, dass ich mir den auch mal angucke. Und hier wurden noch ganz viele Fehlerbehobungen wieder gemacht, In-Kabine, Klangmischung und. Was haben wir jetzt also neu bei der 1.39? Neue Standpunkte in Washington und Utah. Die neue Benutzeroberfläche, Launchpad wurde neu gestaltet.
Dann haben wir diese Lowboy-Anhänger, haben wir hier auch nochmal. Dann die Eigenschaften haben wir dann Blinkwinkelverbesserung, Widerspielbarkeit, Überspringen, Kartenstatus und Ausblenden. Ne? Die Sound-Updates habe ich gerade vorgelesen. Trailer-Browser wurde dann natürlich aktualisiert. Dann haben wir hier nochmal Emulation der Getriebeeingangswelle und Unterstützung der Kupplungsbremse. Boah, gut, ganz schön viel. Also wir müssen da nochmal gucken. Testet es einfach, wer es testen möchte. Also wer jetzt aktuell sagt, oh, ich habe keinen Bock auf Multiplayer, der kann dann das hier einfach mal ausprobieren. Hier steht es auch nochmal, wie es genau funktioniert. Ansonsten, ich habe es euch gezeigt bei Steam, ist ja ganz simpel. Dann könnt ihr dann hier dementsprechend gucken, wie das alles läuft. Gut. Habt ihr noch Fragen zu diesem neuen Update 1.39? Dann dürft ihr es gerne machen, einfach kommentieren. Ansonsten lasst erstmal ein Däumchen da, ein Abo auf den Kanal, würde ich mich freuen drüber. Und dann erstmal viel Spaß jetzt hier mit dieser neuen Open Beta 1.39. Ne? In diesem Sinn, wie immer, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.